Servus und herzlich willkommen zur 111. Ausgabe von Minecraft in Lauras Welt. Heute will ich mal ein bisschen das Lagerhaus einräumen, ehrlich gesagt. Das wäre so ein Vorhaben, das noch uns bevorsteht. Schauen wir mal, vielleicht können wir ein bisschen Hühner vermehren zunächst. Einziges Küken bei rumgekommen. Irgendwie habe ich den Verdacht, die sind auch nicht so richtig gefallen. Naja. Genau, hier drüben. Ja, ist eh gerade ein bisschen düster, bin nicht viel los. Da fehlt noch ein Birkensetzling. Also, es ist immer noch ein bisschen was zu tun, so ist es ja nicht. Also lassen wir es liegen oder fangen wir es an. Da wären 22 Weizenkörner noch gewesen. Naja. So, jetzt können wir nämlich hier mal ein bisschen bei der Kiste ausräumen. Erde will ich auf jeden Fall einlagern. Glas will ich da drüben einlagern. Die Holzsachen, das ist ein Monsterkram. Fundstücke. Moment, Kohle brauchen wir hier. Kohle und Eisen bleibt hier. Ja, Holz ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Eigentlich sollten wir Holz hier behalten. Werkzeug auch. Also Waffenbauteile oder so ein Kram könnte man natürlich schon da lassen. Aber also so diesen ganzen Setzling-Kram hier, den würde ich tatsächlich mit aufräumen. Dann lassen wir doch das Holz auch da, vorsichtshalber. So, haben wir da nochmal für einen Platz gewonnen. Die Sonnenblumen sind eigentlich ganz hübsch. So, ja genau, Sandstein, das ist dann die nächste Runde, das mache ich jetzt noch nicht. So, nehmen wir mal das als erstes so mit. Einfach, dass wir das Lagerhaus auch mal so ein bisschen quasi in Benutzung bringen. Und danach wollte ich ehrlich gesagt hier den Keller mal ein bisschen ausbauen. Der hätte es vermutlich nötig. So, dann tun wir hier die Blumen hin. Und gleich beschriften. Pflanzliches, allzu pflanzliches. Genau, dann tun wir mal da den Monstergraben rein. Machen wir das mal so. Ja, und da können wir jetzt eigentlich auch Tintenbeutel, Redstone sind eigentlich Schätze, die bleiben da. So, dann tun wir mal hier Glas rein. Dann fangen wir hier drüben mit Erde an. So. Genau. Da unten, also hier drüben tun wir jetzt dann den Stein hin. So, die hier wollte ich durchaus mit Absicht mitnehmen. Denn ich dachte, da setzen wir hier und hier mal einen hin. Im Prinzip könnte man auch die Öfen umziehen, aber ehrlich gesagt, das behalten wir jetzt mal quasi in der Hauptbasis. Das finde ich hier persönlich ehrlich gesagt nützlicher. Das Zeug, haben wir gesagt, bleibt auch hier. So, dann nehmen wir mal Sand mit. Den Sandstein. So. Also an Sand mangelt es echt nicht. Irgendwie renne ich hier immer wieder mal falsch. So, Sand hatte ich gesagt. Tun wir hier drüben hin. Dass der einfach mal aus dem Weg ist. Den Sandstein tue ich mal hier irgendwie zum Stein dazu. So. Genau, da haben wir das dann erledigt und dann können wir hier gleich noch die Steinsachen mitnehmen.
dass das auch mal beieinander ist. Hier haben wir den Stein. Machen wir das mal so. Ich weiß nicht genau, wie viel wir davon dann letztendlich sammeln werden, aber ein bisschen was wird auf jeden Fall dabei sein. Genau. Erde noch. Und es wird schon wieder Nacht. Das ist ja auch nicht allzu unschön. Jetzt würde ich sagen, füttern wir noch einmal schnell die Viecher. Ach ja, ist es nicht irgendwie niedlich? Das muss Liebe sein. So. Okay. Hey, bleibst du wohl hier? Ich würde sagen, fangen wir mal an zu schlachten. Sollte eigentlich reichen. Verdammt. So. Sag mal. Okay, damit hätten wir ja tatsächlich mal ein bisschen Basis für Pfeile gewonnen. Da kann man jetzt tatsächlich einiges draus herstellen, das finde ich gut. Und wir könnten zumindest eine Marge gebratenes Hühnchen herstellen, das ist auch schön. So, wie war das jetzt? War das jetzt schräg oder gerade? Das weiß ich immer nicht. Sowas. Ist ein bisschen bescheuert, finde ich, dass das nicht einfach irgendwie geht, aber gut. Muss man wohl mit leben. So, 44 Pfeile haben wir. Da können wir doch dann schon eher mal was mit anfangen. Jetzt sind auch die Creeper nicht mehr ganz so sehr eine Bedrohung. Und wir haben tatsächlich mal ein bisschen was gewonnen. Das finde ich schön. Und jetzt schauen wir uns doch mal hier unten um, wo es irgendwie nach Zombie riecht. Ich muss hier noch ein bisschen... Hoppla. So, ich werde hier wohl noch ein bisschen graben müssen. Und dann können wir uns jetzt hier mal um diese fröhlichen Kellerressourcen auch kümmern. Und hier unten irgendwie einen schönen Keller quasi ausheben. Mit einheitlicher Decke und Co. Ist es doch eigentlich so hell? Wieso hat das trotzdem zum Spawnen von so einem Mistviech geführt? Muss irgendwie stellenweise noch dunkel sein.
Schauen wir mal, wie weit wir das hier ausheben. Ich würde es nicht allzu sehr übertreiben, ehrlich gesagt. Aber... ja, also so ein bisschen höher als das hier darf es schon noch werden. Ja, wenn wir es da an der Stelle, auf der Ebene dann zumachen, dann ist es, glaube ich... tief genug. Naja, gut, das hier könnten wir jetzt fast sogar noch mitnehmen. Ist auch schon egal. Also ich glaube, ich schwenke jetzt dann danach wirklich wieder auf die Eisenspitzhacken um. Mir geht das schon langsam ernsthaft auf den Keks, wie lange das mit der Steinspitzhacke hier immer dauert. Mangelt es uns diesmal nicht so sehr an Kohle. Da, jetzt ist die endlich weg. So. Gut, dann wollen wir doch mal gucken. Ich hatte mir jetzt also diese Höhe hier überlegt. So, wollen wir hier mal ein bisschen... ausheben noch. Ja. Okay, da müssen wir dann nachher schauen. Muss ja dann da noch ein bisschen auf die andere Seite rüber. Aber so müsste das jetzt eigentlich erstmal halbwegs gehen. Jetzt stellen wir da auch nochmal eine Fackel hin. Das hier müssen wir jetzt natürlich auffüllen, sonst gibt's Ärger. Hey, jetzt habe ich hier keinen Stein mehr. Naja, zum Glück haben wir ja Steine hier in der Gegend. Das ist auch ganz gut. Da kann ich nämlich ehrlich gesagt mal diesen Andesit loswerden. Das Zeug mag ich einfach nicht. Also Andesit so in freier Natur finde ich total spannend. Andesit ist nämlich ein Vulkangestein. Das ist natürlich immer sehr interessant. Ich hätte ja eigentlich auch gerne Geologie studiert. Das Problem beim Studium in Deutschland ist ja, dass man sich irgendwie für ein Fach entscheiden muss. Das war für mich ehrlich gesagt schwierig, weil ich hätte gern Paläontologie studiert, ich hätte gern Archäologie studiert, das habe ich sogar mal ein Semester lang. Hätte ich aber Italienisch für lernen müssen und ich fand es schon aufwendig genug, Latein und Altgriechisch zu lernen. Da wollte ich jetzt dann nicht auch noch... Achso, das war jetzt... naja. Das war genau, weil das nächste ist nämlich, ich würde gerne hier... Na komm. Da werden wir dann einen Dings einsetzen müssen. Ich wollte hier ehrlich gesagt so einen Bruchstein einsetzen, dass das einheitlich aussieht. Das ist irgendwie schöner. So, und dann könnte man da eigentlich Sandstein einsetzen. Obwohl ich da einen zu... geht schon, aber auf die Art und Weise hat dieses Leitersystem hier irgendwie jetzt dann so ein bisschen was Einheitliches, das passt schon. So, dann graben wir hier mal nochmal so ein bisschen, dass wir das auch schön ausheben können. Irgendwo da drüben, das ist der Hühnerstall, glaube ich, diese blauen Punkte. So.
Okay, jetzt ist hier auch zu, sodass wir da keinerlei Bedrohungen mehr ausgesetzt sind. So, jetzt ist halt die spannende Frage. Wollen wir uns vom Keller aus so ein bisschen in irgendwelche Richtungen mal graben? Einfach mal gucken, was so passiert. Ich meine, wenn wir Pech haben, stoßen wir jedes Mal ziemlich schnell auf Ozean, weil die Insel ist eigentlich nicht sehr groß. Also spätestens hier zum Beispiel könnte das spannend werden. Jetzt machen wir... Oh. Schauen wir doch mal. Ja, sag ich doch. Stoßen wir dann relativ schnell eben hier auf den Ozean. Wenn wir realistisch sind. Sogar sehr schnell, denn über ist das tief. Oh verdammt, das könnte jetzt gleich ziemlich böse ins Auge gehen. Also der Ozean hier ist tatsächlich sehr tief. Ich würde wahnsinnig gerne so Unterwasseratmungstränke brauen. Das kriegen wir jetzt aber so auf die Schnelle nicht hin. Müsste ich erstmal Diamanten und so finden. Redstone habe ich ja gefunden. Hm. Okay, also hier jedenfalls ist dann ziemlich gleich Feierabend. Ich meine, man könnte jetzt erstmal den Kellerraum bis dahin ausweiten und da ehrlich gesagt Glas einsetzen. Da hätte man so ein Fenster ins Meer raus. Das finde ich ist eine coole Idee. Das machen wir. Fenster in den Ozean. So, also. Nehmen wir mal das Glas hier mit. Das kann ruhig, finde ich, ein bisschen dickwandiger an der Stelle dann sein. Das macht gar nichts. Das behalten wir jetzt mal da. Weil ich muss sowieso in ziemlich endlicher Bälde zum... Jetzt lassen wir mal das noch eben da. Weil... Also zum Haupthaus wollte ich eigentlich vorhin noch sagen. Entschuldigung. Genau, weil ich muss mir mal noch kurz dann überlegen... Wie wir das so rein vom Optischen her gestalten. Es ist auch dadurch, dass da jetzt überall dieser Sandstein ist, mache ich mir natürlich schon so ein bisschen Sorgen. Dass wir da irgendwie in die Bredouille geraten, aber gut. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht müssen wir das alles hier dann doch mit Sandstein auskleiden, den Keller, damit es ein bisschen heller ist. So, jetzt schauen wir mal. Also auf jeden Fall haben wir jetzt den Keller schon mal effektiv geflutet. Okay, also das ist allerdings hier alles noch unter Wasser gewesen. Das heißt, wenn ich... Erstmal sollte ich vielleicht wieder ins Trockene... So. Also, wenn wir jetzt hier einfach einen Fensterrahmen hinsetzen. Na, guck mal her. Genau.
dann da einfach Glas einbauen. Ungefähr so. Sieht's doch gleich ganz anders aus, oder? Boah, ist das mühsam. So, jetzt. Kein Problem ist natürlich, dass hier das Zeug noch weg muss. Na komm halt. Meine Güte. Okay, das war etwas knifflig, wie ich gern zugestehen möchte. Genau, dann kann man von hier aus so richtig draußen die den Viechern dann zuschauen. Das finde ich geil, gefällt mir. So, komm. Ich meine, da oben muss ich nochmal dran, aber ich will ja dann sowieso die Decke durch Sandstein ersetzen, von daher komme ich da dann auch noch dran. Das heißt, die Bedrohungslage ist da dann auch nicht ganz so extrem. So, jetzt mal bloß so aus Neugierde. Ich jetzt einfach hier kurz mal zumache. So. Geht das hier nämlich ein bisschen einfacher. Genau, dann können wir hier so rausgucken und können uns da den Tintenfischen beim Herumschwimmen zugucken. Finde ich super. Machen wir so. Ja. So, das Zeug muss sowieso weg. Okay. Ich glaube, jetzt können wir es hier zumachen. Geschafft. Okay, dann kommt als nächstes, würde ich mal sagen, die Decke dran. Also den Bruchstein wieder rausklopfen. Und stattdessen dann Sandstein einsetzen. Sandstein haben wir übrigens keinen Mangel, auch wenn es im ersten Moment so wirkt. Sandstein kann man nämlich herstellen. Das ist kein großer Act. Da ist eigentlich nichts dahinter. Es sind einfach vier Sand in... zusammengepresst sozusagen, kommen dann vier Sandstein. Ne, ich glaube einmal Sandstein kommt dann bei rum. Also es verbraucht relativ viel Sand. Das ist der Grund, warum ich damals bei der U-Bahn-Linie 1 Sand und nicht Sandstein als Farbe verwendet habe. Ihr werdet euch vielleicht dumpf entsinnen. Wenn nicht, dann guckt doch mal ins erste Let's Show. Na? Da vorne habe ich anscheinend jetzt einen vergessen. Naja. Ich habe bei der U-Bahn-Linie 1, das ist ja die Linie, die quasi so die einzelnen Bauelemente des Dorfes miteinander verbindet, da habe ich mit Sand... Mal immerhin. Die Linie markiert, die zur Wüste führt. Und das wollte ich ursprünglich mit Sandstein machen, aber ich habe mich dann damals doch dagegen entschieden. Also ich glaube, Sandstein stellte man so her. Genau.
aber man verliert halt eben Sand. Und ich hatte damals noch nicht so übermäßig viel von dem Zeug, dass ich mir das hätte leisten können, zu sagen, naja, dann schmeiß mal halt ein bisschen Sand raus. Also ich meine, was soll's, ja. Klar, es gab natürlich den Sandstein in der Wüste, ei freilich doch. Aber ehrlich gesagt, das war mir alles immer zu... Also ich bin immer geizig mit meinen Ressourcen bei Minecraft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist einfach so ein bisschen meine Art. Dafür habe ich halt in der Regel auch meistens noch irgendwelche Vorräte. So, zum Beispiel Eisen. Müssten wir mal... Da habe ich was drin. So, kann ja nicht gehen. Idiot. Mal jetzt hier 46. 42 wird besser. So. Okay, 1, 2, 3. Na, das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Die Axt tun wir mal darüber. Ich behalte sie mal hier. Davon brauche ich noch zwei. So, dann haben wir nämlich jetzt hier nochmal eine schöne Eisenspitzhacke. Auf, dass wir das da unten noch etwas ausgraben mögen. Also das mache ich jetzt unten noch fertig, diesen Keller. Da haben wir hier den ersten Keller zum Gucken nach draußen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Außerdem gibt es hier ja nochmal ein bisschen Kohle abzubauen. Das sollten wir natürlich nicht vergessen. Jetzt geht der Schmarrn wieder los. Hammersbald, dankeschön. Ist ja der nordische Gott der Ungeduld, ne? Hammersbald. Verdammt nochmal. Das ewige Herumgeschwimme hier. Okay. Jetzt. Ja, das fülle ich jetzt erstmal noch damit. Ich muss mir noch überlegen, wie wir die Geschichte dann weiter drehen. So, dann hätten wir schon mal eine etwas hellere Decke. Das gleiche machen wir jetzt dann mit Boden und Wänden. Gut, ich meine, man könnte sich jetzt eben überlegen, will ich jetzt hier den Keller, also mache ich das Fenster quasi noch breiter? Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Ich würde es jetzt im Moment mal bei der Breite hier lassen. Vielleicht sollten wir es auch etwas ausleuchten. Genau. Drehen wir das Spielchen hier auch nochmal. So. Genau, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier mich auch ziemlich beeile, weil ich gebe zu, wir sind ziemlich demnächst über der Zeit drüber. Das heißt, den Boden, fürchte ich, werde ich dann in die nächste Folge schieben müssen. Aber das ist dann halt jetzt so. Genau, dann sagen wir mal nach 4 Abstand. Oder halt hier am vorletzten tun wir da nochmal einen hin. Genau, das sieht doch nach was aus so, oder? Kann man das so als Abschlussbild irgendwie
akzeptieren oder setzen wir das hier mit dem da raus? Naja, rausgucken kann man im Moment gerade schlecht, weil es so dunkel ist draußen. Vielleicht warte ich für das Abschlussbild dann eben, bis es Tag ist. Naja. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Kommentar oder ein Like oder so freuen. Wünsche euch ansonsten alles Gute. Wir sehen uns quasi nächsten Donnerstag wieder. Das war die Folge 111. Bis zum nächsten Mal in Lauras Welt. Servus und auf Wiederschauen.